What's up, YouTube? Herzlich willkommen, meine Freunde. Mein Name ist Chris Baum und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem 14. D-Tag. Ach, langsam werde ich doch flach und dünn gefühlt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme euch heute wieder mit, den Tag überverteilt, was bei mir heute so geht, was heute so ansteht. Heute ist Freitag und ja, ihr seid wieder mit dabei. Ich würde sagen, Supplement reinballern. Das kennt ihr ja mittlerweile schon. Tasche packen, kennt ihr auch schon. Anziehen, kennt ihr auch schon. Und dann sehen wir uns gleich wieder oben oder wieder. Let's go. Go. So, meine Freunde, ich bin im Auto mittlerweile wieder angezogen. Slimfern ist auch schon ready. Und jetzt geht's gleich los. Wieder Richtung Göppingen. Ich habe mega, mega Bock, denn die Form ist schon mal dezent angezogen. Also sieht man nur ganz leicht bei mir. Aber wir können uns das später nach dem Training anschauen. Und ja, was heute so geht, was heute so ansteht, werdet ihr hier in dem Vlog so gesagt erfahren. Und erstmal fettes Dankeschön zu dem ganzen Feedback, zu dem Video. Mit Sami, das ist richtig geil angekommen. Und ja, am Samstag, also morgen, drehen wir wieder. Also könnt ihr richtig gespannt sein. Ich habe mega, mega Bock drauf. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Doppelkinn. Ich würde sagen, auf geht's, ab geht's. Machen wir uns auf den Weg Richtung Göppingen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Göppingen wieder. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, meine Freunde, wir sind mittlerweile angekommen in Göppingen. Oh, ich sag's euch, kleiner Zeitsprung. Ich bin noch dezent müde, aber das müssen wir jetzt erstmal ändern. Steht wieder der Basic Shit an. Cardio, mein Bauchtraining. Und dann schauen wir mal, was heute noch so geht, was heute noch so ansteht. Und ja, bleibt auf jeden Fall am Ball. Ich habe heute einiges vor. Mal gucken, ob ich das heute alles geschnacken bekomme. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Stehen vor der Tür, gehen wir erstmal rein, werfen unser Pre-Cardio-Shit rein. Und dann gibt es erstmal 35 Minuten Cardio-Mardio. Let's go. So, Freunde, wie immer, Pre-Cardio-Stack, Hellburner, Slimferno. Project X ist immer noch nicht gekommen. Ich denke, ich hoffe mal heute. Alles spielt es morgen ist Samstag. Sondern kommt die Porsche leider nicht. Deswegen hoffe ich, dass es morgen kommt. Ich werfe jetzt kurz rein, baller mein Cardio und dann sehen wir uns wieder, Leute. Let's go. Daily Routine. Dann YouTube. Ich baller jetzt wieder meine Bauchgeschichte. Hier wieder ein Easy Peasy mit der Scheibe. Ihr wisst, ihr kennt es, glaube ich. Wenn nicht, dann einfach die Vlogs sofort schauen. Und dann habe ich heute vor, meine Schulter komplett aus dem Leben rauszuschieben. Ich baller kurz meinen Bauch zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder zum Pre-Workout. Bro, du bist jetzt extra wegen mir da, gell? So basically. Über eine halbe Stunde, ja. Alles drunter wäre eigentlich nur Stairmaster. Nein, Leute, Paul ist heute wieder in der Kamera und wir filmen für euch heute. Paul ist wieder in der Kamera und wir filmen für euch heute ein geiles Schultertraining ab. Und ich würde sagen, vielleicht machen wir die eine oder andere neue Übung. Wenn nicht, viel Spaß. Link zu Rotes Intus, ihr habt es gesehen. Also checkt es mal unbedingt ab, wenn ihr das mal testen wollt. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, schaut mal eine Chance. Kein Problem. Was sieht man da was? Dezent. Wie viele Tage geht nochmal? Das sind jetzt nicht mal 2 Wochen. Ja. Wenn es so weitergeht, Leute, gibt es vielleicht einen Refeed. Guck mal, ich stehe nur da und die Adern, die sind auch da. Yeah, yeah, yeah. Wer ist trocken wie die Wüste? Vom Kopf bis in die Füße. Ah. Wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürkchen? Yam, 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 yam. Bro, was gibt's jetzt wieder? Hühnchen, Kartoffeln und ein bisschen Ketchup, aber Zero. Du bist ein Wichser, jetzt riecht's gleich richtig nach Essen, Alter. Bist du shredded, dann ist der Schredder. Gegner von den Turtles, das ist Chris Baumann. Yeah. Mit deiner mega krassen Physis. Ein Papercut, ein sprühtes, ey, das Training immer fürstlich. Yeah. Und diese Motherfucking Genetik ist nicht üblich. Weil sie flach und dünn ist, weil uns Max sind in der Schüssel. Ganze Packung wird am Tag vertickt und ist ganz genüsslich. Und bitte, was für Baumgartner, guck, hier kommt der Baumann. Stabile Backsteinmauer, guckst du dir mal seinen Bauch an. Hast du schon mal so ein Bizeps gesehen, so ein Trizeps gesehen? Mit mehr Streifen auf den Muskeln als argentinische Steaks. Das WDU. Einfach brutale Linie, Bro, bei ihm sieht man mehr Fasern als bei einem Teppich unter Mikroskop. Rigoros, du bist nun halbes Cent wie Kimono und du Schwein bist voll mit Ekel, fraß so wie ein Kino. Boden, Chris ernährt sich cleaner, yo, Booster wird vom Peak geholt. Schieb dich hoch und ist elektrisierend, so wie Pikachu. Kein Kartenspiel, doch gönn dir Subs vom Peak, Code Chris 10. Ey.
So Freunde, jetzt habe ich gedacht, ich ziehe mich mal wieder an, weil die ganze Zeit nackt hier rumlaufen, das ist nicht so mein. 12 Sekunden später. So, meine Freunde, ihr habt es normalerweise gerade im Format gesehen, weil ich bin fixnall, ich bin richtig tot. Aber jetzt gehe ich noch Richtung Solimoli, aber da funktioniert ein Post-Workout. 60 Gramm, 5 Delicious, 3 Adaptogene in der Form von No Stress, ein bisschen Glutamin, 15 Gramm, Zink, Magnesium und dann würde ich sagen, auf geht's, ab geht's Richtung Soli. Let's go! Was geht ab, YouTube? So, meine Freunde, jetzt gibt's endlich mein Essen. Wir haben schon sehr, sehr spät. Ich habe mich rasiert. Dann war ich noch unterwegs mit jemandem. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Basic Meals müssen trotzdem rein. Ich zeig's euch. Ihr wisst, ihr kennt's. 7 Eiklar, 150 Gramm Reisi Maisi. Und das Ganze ist um 21.48 Uhr. Hier gibt's meine nächsten. Zack, zack, zack. Brennnessel, ihr wisst, ihr kennt's. Meinen nächsten 250 Gramm Reis. Und wir sehen uns gleich hier bei Mahlzeit Nummer 1. 7 Eiklar. 150 Gramm Reis, wenn die ready sind, wie ist der inhaltliche Schnapoli-Attack hier, Leute, mit Reden wird es heute nichts mehr. So, Freunde, jetzt geht es um 22.23 Uhr erst die zweite Mahlzeit. Danach gibt es dann wieder wahrscheinlich meine Bratkartoffeln, aber ich würde sagen, inhalieren, schnapolieren, attackieren, let's go! Uhr gibt es wieder meine 800 Gramm Kartoffeln, 7 Eiklar und wir inhalieren und schnapulieren, attackieren die gleich zusammen. Let's go! So, meine Freunde, wir ballern um 22.45 Uhr diese fette Portion Kartoffels wieder mit ein bisschen Chili. Weil, warum? I love it, Leute, I love it, hat keine Sinne. Ein bisschen, ja, nee, Zimt machen wir heute nicht drüber. Pfeffer. Es muss ja alles einen gewissen Taste haben, oder wie sagen die ganzen Vögel dazu? Sich das von innen anlaufen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel Pfeffer drin ist. Egal, Koriander. Koriander kann man nie zu viel nehmen. Jetzt der Shredded K-Friends. Nein, einfach weil es schmeckt. Und dann würde ich sagen, inhalieren, schnapulieren, attackieren, let's go. Und wir werfen jetzt die Mahlzeiten zusammen. Wir haben jetzt hier 300 Gramm Reis, wieder hier mit ein bisschen Gewürze. Jetzt kommt die nächste Portion 350 Gramm Reis mit 7 Eiklar, das seht ihr aber später. Wir haben jetzt 23.27 Uhr und ich würde sagen, fangen wir gleich nochmal an. Jetzt habe ich gerade meine Beeren gegessen und mein Shake. Zu inhalieren, schnapulieren, attackieren, Leute. Ich habe mich voll am Nippel geschnitten, Alter. Ohne Witz, ich habe gerade mit rasiert. Schlingst du dich aus wie Baby. Inhalieren, schnapulieren, attackieren in 3, 2, 1. Hier gibt es wieder 7 Eiklar mit meinen 350 Gramm diesmal Reis. Sind gleich ready und wir sind schon ready. Und jetzt tun wir das gleich inhalieren, schnapulieren, attackieren, wenn das Ei fertig ist.